aus dem Ballhaus Rixdorf in Berlin-Neukölln. Stuttgart Late Night. Und hier ist Ihr Gastgeber, Benjamin von Stuttgart Barre. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Toll, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo zu Hause. Hallo hier aus Neukölln. Sie merken es, ich bin leicht. Dankeschön. Sie merken es, ich bin diese Woche ein bisschen krank, also sonst auch, aber diesmal denke ich, sieht und hört man es auch gleich. Es hat mich, Sie auch, oder? Voll erwischt. Erst war es kalt, dann wieder warm, wieder kalt, zack, krank. Ja, ich stehe komplett krank vor Ihnen. Also, Ohren dicht, ich höre praktisch nichts mehr. Nase dicht. Nebenhöhlen praktisch versiegelt, schwitzige Hände, Fieber. Beste Voraussetzung für einen schönen Abend, oder? Aber das Krankeste an mir ist immer noch meine Sucht nach Öffentlichkeit. Den Scheinwerfern, den Kameras und natürlich die Liebe zu meinem Publikum. Da rafft man sich auch mal auf. Da kommt man mal. Und Sie sind es gewohnt, dass ich Ihnen hier jede Woche einen hochkarätigen Spitzenpolitiker präsentiere. Und das kann in dieser Woche, in dieser kranken Woche, kann in dieser Woche, magst du auch, hilft. Hier im ZDF gerne, mit dem Aroma der Schirmakazie. Hilft. Spitzenpolitiker jede Woche hier und es kann in dieser kranken Woche nur einer sein. Er sieht verdammt gut aus. Er ist trotzdem in der SPD. Er ist Arzt. Er kennt sich wie kein anderer Bundestagsabgeordneter aus im menschlichen Körper und auch im Medizinschrank. Und er wird mich heute Abend hier live untersuchen, mal so richtig durchchecken und mir hoffentlich ein paar richtig hämmernde Medikamente verschreiben. Freuen Sie sich. Flippen Sie komplett aus und halten Sie sicherheitshalber schon mal abgezählt die Praxisgebühr bereit. Heute bei uns, der Gott in Weiß. Freuen Sie sich auf die Visite von Dr. Karl Lauterbach. Heute Abend hier bei uns, ein Arzt, ein Arzt. Dr. Karl Lauterbach wird mich heute Abend untersuchen. Und was mich neben dieser Aussicht auf Chefarztbehandlung motiviert hat, hier heute Abend trotz meiner schweren Erkältung anzutanzen und mein Bestes zu geben. Das ist die eiserne Disziplin unserer Bundeskanzlerin. Angela Merkel ist auch schwer angeschlagen momentan, gesundheitlich. Geht ihr nicht gut, aber sie zieht es eisern durch und das ist wirklich vorbildlich. Schauen Sie mal. Liebe Zuschauer dieses Videopodcasts, das neue Jahr hat begonnen und wie viele von Ihnen hat auch mich eine Erkältung erwischt. Deshalb ist meine Stimme heute nicht besonders geeignet für eine Videopodcast-Aufzeichnung. Deshalb wird sie auch sehr kurz sein und ich bitte Sie dann, den ganzen Text bei www.bundeskanzlerin.de nachzulesen. Ja, die Bundeskanzlerin, ein Vorbild in diesen schweren Tagen. Auch von mir heute Abend Ungesagte können Sie dann bitte morgen nachlesen unter www.bundeskanzlerin.de. Und ich bin gerade, wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, froh, dass ich Unterstützung habe, wie immer oben in der Loge, der Linke und der General. Da oben sitzen die beiden. Hallo Hajo, hallo Herr Schönbohm. Alles fit, Hajo? Auch krank? Schon flach gelegen diesen Winter? Bei mir ist es das dritte Mal. Ich zweimal, ein Sohn in der Schule, ein Sohn im Kindergarten. Die schleppen es ran, oder? Ebola, Lassa-Fieber, Schweinegrippe, alles. Ja. Und trotzdem heute hier. Herr Schönbohm, bei Ihnen? Ja, da muss ich ein bisschen weiter weggehen, wenn er Schweinegrippe hat. Also ich, sind Sie nicht geimpft? Nein, weder dagegen noch dagegen, sondern ich bin einfach fit. Einfach war lange Zeit nicht mehr krank. Ich zahle immer Versicherung und kriege nichts wieder raus. Immer Komisch. Gesund, unser General, Herr Schönbohm. Ich habe... Wenn man
krank im Bett liegt, dann liest man ja auch die verrücktesten Hefte. Ich habe den Stern gelesen. Wann denn sonst? Nicht dann, wenn man krank ist. Und da steht ein Interview in dieser Woche drin mit Klaus Ernst. Porsche Klaus, wie wir ihn nennen, von der Linkspartei. Und Klaus Ernst appelliert hier, man soll nicht immer so oberflächlich sein. Das sollten wir wirklich, Achtung, ernst nehmen. Ich lese Ihnen das mal vor. Wissen Sie, was mir Angst macht? Diese Hundertprozentigen, die festlegen, wie ein Linker zu sein hat. Er kommt mit dreckigen Fingernägeln 10 Minuten zu spät ins Theater, wo er nichts versteht. Man kann als Linker nicht nur rumlaufen, als hätte man 3 Tage nicht geschlafen und auch noch schlecht gesoffen. Das sagt Klaus Ernst und möchte also, dass wir nicht vom Äußeren auf die Parteizugehörigkeit oder darauf schließen, was so gewählt wird. Also nicht Tom-Ford-Anzug gleich FDP-Wähler oder so. Nein, sagt Klaus Ernst, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ich glaube doch. Ich glaube, diese Hundertprozentigen, vor denen Klaus Ernst Angst hat, ich bin so einer. Ich habe vor Klaus Ernst Angst. Klaus Ernst kann ruhig Angst vor mir haben. Und wir schalten jetzt mal live ins Deutsche Theater. Da haben wir ein paar Theaterbesucher und wollen mal schauen, ob das nicht doch geht. Ob man nicht doch die Parteizugehörigkeit zuordnen kann. Ja? Also, dort ein Stück von Maxim Gorki. Wir schauen uns das mal an. Im Deutschen Theater heute Abend. Was wird gegeben? Oh, Kinder der Sonne. Gesellschaftskritisch, natürlich. Hier sehen wir ein paar Theaterbesucher. Ganz klar, Linkspartei, hat man gerade gesehen. Hier, welche Partei? Oh, hier, Mausi. Nein. Irgendwo mal stehen bleiben. Hier, die. So, ihr beiden ratet mit oben. Ja. Wir sehen diese Frau. Wir schauen sie uns mal an. Also, Klaus Ernst sagt, man kann nicht von dem Schal schließen drauf, was sie wählt. Ich sage doch, das geht. Wir sehen hier einen Ring, der sieht teuer aus. Also, so eine heimliche Grüne, eine verkappte Grüne, würde ich sagen. Hajo, aber was sagt dieser Zopf? Sozialdemokratie. Ja? Willst du dich da schon festlegen? Ja. Bei dem... Hier bin ich ganz sicher, da hinten, das ist so einer Stuckrad 21 ja. Gegner. Aber wir wollen uns auf die Maus hier konzentrieren. Was liest sie? Sie liest das Programmheft. Sie ist interessiert. Oh. Herr Schönbohm. Also ich vermute, dass sie CDU ist, weil sie so schwarz aussieht. Aha. Gewandet. Guter Gag. Und der braune Schal? Ja, der ist nicht dominierend. Mhm. Schwarz. Blass, irgendwie so gesellschaftskritisch geschminkt, oder? Fingernägel, sieht man was? Sind die dreckig? Ja, genau. Klaus Ernst sagt ja, die Fingernägel sagen es. Die Fingernägel, sie knabbert gern, aber dann macht sie richtig Lack drüber. Also, und sie zu spät ins Theater? Nein, es sind noch alle draußen. Also Klaus Ernst sagt ja, hundertprozentige Linke kommen zu spät ins Theater, begreifen nichts. Sie will es zumindest verstehen. Ja, ist auch gut. Also ich würde mal sagen... Sie ist Wechselwählerin und nächstes Mal die Grünen. Was sagst du, Hajo? SPD. Aha. Herr Schönbohm? Oh, da wir eine Volkspartei haben, würde ich sagen CDU. Publikum hier? Macht aber Spaß, das Spiel, oder? Grüne? Ich sag Grüne. Wir schauen uns mal die Auflösung an. Ich wähle die SPD. SPD. Ein Punkt für Hajo. Also, und zwar eine hundertprozentige. Wir schauen uns noch mal eins an. Das macht Spaß. Noch mal live ins Deutsche Theater, das Publikum dieses Maxim Gorki-Stückes und wen eben... Oh, jetzt, der hat noch Handschuhe an. Ne Kapuze, das ist immer schwierig, ne? Kapuze, CDU zum Beispiel, kommt praktisch nie vor. In dem Alter sowieso nicht. Es kommt dann in 20 Jahren, sagt er, ach du, ich habe so viel probiert. Letztlich geht es doch um eine starke christliche Dings da. Aber so weit ist er noch nicht, oder Hajo? Fingernägel, ach nee, der hat Handschuhe. Handschuhe an, eben. Es könnte so ein hundertprozentiger Linker sein mit abgeknabberten Fingernägeln und... Nicht verarbeiteten Händen. Ist das weiß ein T-Shirt oder ein Hemd? Nein, es ist ein T-Shirt mit V-Ausschnitt, im Dreierpack gekauft. Ich glaube, die Frau, mit der ihr hier spricht... Ja, die, wenn man mit so einer Frau spricht, die guckt ja so, als ob sie sagt, naja, ich habe schon so meine Zweifel, ob das mit den Banken und so. Er guckt aber wahnsinnig gelangweilt an ihr vorbei, ne? Und denkt,
Es ist ja nur die Mutter, hoffentlich kommt die Tochter gleich zurück vom Klo. Schwierig. Ich würde sagen, Piratenpartei und noch irgendwie so auf der Suche. Oder, Hajo? Ich glaube, eine der beiden extremen Parteien, also Links oder FDP. Der schon FDP? Nee, ja, da ist doch überhaupt kein Geld. Doch, ja, die Gürtelschnalle. Oder ist das Hemd? Herr Schönborn? Aber so haben doch alle mal angefangen. Die Julis, die Jungliberalen, die waren doch so. Für mich ganz klar Piratenpartei. Ja. Ist das schon eine Partei? Ist das schon eine Partei? Das ist noch eine Partei. Wie nennt sie so, ne? Ja. Über 2% bei der Bundestagswahl. Also, das ist eine Menge. Ich sag Piratenpartei, was sagst du, Hajo? Doch, komm, es ist so ein klassischer Internet-Typ. Der ist ja, gut, dermaßen dann online gerade, der zieht sich nie mal die Handschuhe aus dem Theater. Ja, Linkspartei. Der blockt direkt. Linkspartei, Herr Schönborn? Liberal. FDP, was sagen Sie? FDP. Ei. Ehrlich? Ihr habt aber Vorurteile. Im Sinne von Klaus Ernst. Aber oft sind es ja auch Urteile. Wir schauen uns mal die Auflösung an. Ich sag Piraten. Ich bin Berliner Schüler und Erstwähler. Und wenn morgen Bundestagswahlen wären, würde ich die CDU wählen. Ah. Hoppala. Da lagen wir alle falsch. Gleich in die Vollen. Noch ein. Das macht so einen Spaß. Noch ein. Noch ein. Jetzt mal eine richtig alte Oma, Benjamin, bitte. Haben wir noch einen? Benjamin, wir müssen jetzt zu Uwe kommen. Ja, einen noch bitte, einen noch. Das macht so einen Spaß. Einen noch, aber ganz schnell jetzt. Ja, okay, das geht ganz schnell, oder? Enttäuschte SPD-Wählerin, übergelaufen, der Mann ist auch weg. Linkspartei. Grüne. Grüne. Grüne? SPD. SPD. SPD, Linkspartei. Grüne, jetzt schauen Sie doch nicht so traurig. Es wird doch alles wieder. Bitte mal auflösen. Ich würde Grün wählen, weil ich die Hoffnung auf eine ökologische Politik nicht aufgegeben habe. Naja, also, lieber Klaus Ernst, man kann es doch erraten. Diese hundertprozentigen, man kann es erraten. Und wie immer, wenn wir ein Thema vertiefen wollen, dann wird es abgeschlossen durch eine Begriffserklärung meines Kumpels Uwe Wöllner. Und Sie ahnen, welchen Begriff er uns diese Woche erklärt. Die Sonntagsfrage natürlich. Herzlich willkommen zum Wöllner Club PD. Heute erkläre ich den Begriff Sonntagsfrage. Ja, das geht so. Sonntags ruft immer Frau Emnet bei mir an und sagt, ja, guten Tag, hier ist Frau Emnet. Herr Wöllner, was würden Sie wählen, wenn heute Sonntag wäre? Und sage ich, ja, sehr, sehr lustig, Frau Emnet. Wenn Sonntag Eiertanz wäre, als was würden Sie denn gehen? Als Schale oder als Dotter? Oder wenn Sie am Sonntag ein Müsli heiraten müssten, Frau Emnet, ne? Welches würden Sie heiraten? Frosty oder Fruity Loop? Oder was macht sonntags ein Einarmiger im Second-Hand-Laden? Oder wie heißt der Boomerang, der nie zurückkommt, Frau Emnet? Stock! Ja, aber dann hat Frau Emnet meistens schon aufgelegt. Okay, euer Uwe! Uwe Wöllner! Die Sonntagsfrage. Wenn man. Gerade in der letzten Woche lag ich nur im Bett und da ist es gut, wenn man Mitarbeiter hat, die sich ins Getümmel der Berliner Republik stürzen. Und das macht wie immer unser Parlamentskorrespondent Gero Schorch. Letzte Woche war er in Magdeburg bei der FDP. So hart kann es sein. Schauen Sie mal, was er erlebt hat. Einen wunderschönen guten Abend, Gero Schorch hier heute Abend aus Magdeburg in Sachsen-Dingsbums. Hier feiert die FDP den Neujahresempfang, gefühlt ein bisschen spät. Was ist los mit dem Liberalismus? Das möchte ich mit Christian Lindner und anderen Spitzen der FDP besprechen und möglicherweise helfen. Immer das Gleiche mit mir und dem Lindner. Erst spielen wir hard to get und dann will er doch noch die harten Fragen. Aber liberal geht ja bekanntlich durch den Magen. Umso erstaunlicher, dass das Buffet schon vor Beginn der Veranstaltung leer gefressen ist. Naja,
Wenn die Geier kreisen, darf man Fleisch nicht so lange liegen lassen. Ich sehe da gar nicht so schwarz, denn ich bin ja viel älter als Sie. Warten wir es ab. Ich bin da viel optimistischer als Sie. Na, ich nehme mal nur diesen Kadavergeruch wahr. Wie, Kadaver? Bei mir? Jetzt nein, schon. Nicht bei ist Ihnen. Ist das schon schlimm? Nein, nein, nein. Ist das schon so schlimm? Nein, nicht bei Ihnen, nicht bei Ihnen. Schnuppern Sie mal, nein, ja? Nein, ist nicht. Bei der FDP. Schau ich. Auch Fakt ist, dass die Oppositionsparteien immer einen besseren Zugang zur Presse gehabt hatten. Vielleicht liegt es daran, dass die Pressearbeit etwas verbessert werden muss. Ja. Da wäre ich doch eigentlich genau der Richtige für. Mal sehen, ob sich da ein zweites oder drittes oder viertes Standbein aufbauen lässt. Und Sie sind im Pressebüro von der Sachsen-Anhalt? Ich bin der Sprecher der Partei. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da? Die ganze Fraktion hat 10 Mitarbeiter. Für die Presse? Im Presse bin ich allein. Ach echt, allein? Ja. Dem schicke ich einen Wurstkorb nach Hause, dann habe ich den Job. Jetzt noch die Lokalpresse. Mein Name ist Gero Schorch, ich bin eine spitze Feder und ich wollte mich gerne bei Ihnen bewerben. Das ist bei mir jetzt an der falschen Stelle. Am besten Sie rufen am Sonntag hier mal an. Alles klar, unter uns, wenn es drauf ankommt, bin ich auch eine Sau, ne? Denken Sie dran. Herr Dittmer, grüße Sie. Wollen wir uns ganz kurz noch unterhalten draußen? Haben Sie noch einen Moment für mich, ja, möglicherweise? Jetzt. Danke. Danke. So, jetzt noch schnell die Pfötchen geputzt und dann der alte Trick. Eine unverfängliche Frage und dann ran an die Buletten. Was bedeutet denn Liberalismus eigentlich? Liberalismus bedeutet das Vertrauen auf die Kraft des Einzelnen, bedeutet den Vorrang privater Initiative innerhalb eines staatlichen Rahmens zu wollen, bedeutet eine faire Balance von Staat und Privat, von Leistungsempfängern und von denen, die von ihrer Leistung abgeben. Das ist politischer Liberalismus. Also ich bin gerade so ein bisschen am Umorientieren auch mit meiner persönlichen Karriere. Gibt es denn da noch Arbeit möglicherweise für erfahrene Journalisten bei Ihnen im Thomas-Dehler-Haus? Schicken Sie mir mal Bewerbungsunterlagen und dann schauen wir uns das an. Haben Sie eine Karte denn vielleicht? Gerade leider nicht. Ja, aber ich wenn Sie mir Ihre geben, ja, sehr gerne. Ja? Volltreffer. Der Lindner und ich, wir waren uns sofort einig. Nur mein Team wollte er nicht übernehmen. Aber das kann ich verstehen. Die sind durch die Bank vorbestraft. Naja, mir egal. Ich bin jetzt bald raus aus der Tretmühle. Danke. Soweit Gero Schorch hier hautnah aus Magdeburg. War ein schöner Abend. Von mir aus hätte er ewig weitergehen können. Ich weiß nicht, was mit dem Liberalismus ist, aber ich habe 2 neue Jobs an der Hand. Einmal beim Christian Lindner, das wird klappen. Und zum zweiten Mal im Magdeburger Volksblatt. Übermorgen auf Seite 3. Da bin ich sicher, dass es klappt. Schönen Abend auch. Gero Schorch hautnah aus Magdeburg. Gero Schorch, unser Mann fürs Grobe. Und ich habe so schwitzige Finger. Wahnsinn. Diese Grippe, schwitzige Finger, blöd gleich für den Gast. Aber endlich ein Arzt. Oder, Hajo? Der ist gesundheitspolitischer Sprecher, aber heute in seiner Funktion als Arzt vor allem da. Was sagt denn das, Achtung, politische Berlin? Also die Karl Lauterbach, SPD. Liebste Geschichte, die man sich erzählt, datiert aus den Verhandlungen zur Gesundheitsreform bei der Großen Koalition. Da hat die damalige Ministerin Ulla Schmidt immer nur gesagt, ist ja gut, Karlchen, wir sind schon 2 Punkte weiter. Also er war nicht ganz auf Ballhöhe. Die zweite Geschichte ist, dass... Aber Ballhöhe ist doch nicht da, wo Ulla Schmidt war. Nein, eben. Aha. Und er war noch dahinter. Ja, so. Und das muss man erst mal fertig bringen. Und es gibt 2 Abgeordnete, einen von der Linkspartei, einen von der CDU, die haben ihn beide gemeinsam zum faulsten Abgeordneten des Gesundheitsausschusses erklärt, weil er nie da war oder immer nur, wenn Kameras da waren. Und er ist im Aufsichtsrat eines privaten Klinikbetreibers und will immer nicht verraten, wie viel Kohle er dafür kriegt. Man sagt so zwischen 50 und 100.000 im Jahr. Kannst du das nachher fragen, falls ich es vergesse, weil ich so viel gesundheitliche Fragen habe? Ja, aber dann guckt er einen immer so ganz, ganz stechend an und sagt, aber ich bin doch Sozialdemokrat, ja. Und hofft, dass man da nicht weiterfragt. Also er ist auf jeden Fall eine Applausmaschine, weil er immer den naheliegendsten Gedanken und populistischen Ansatz macht. Ja. Fantastisch. Herr Schönbohm, Sie in Ihrem Tennisverein, viele Ärzte, was sagen die so samstags beim Match? Was sagt also, man da so über Karl Lauterbach? Wenn man danach ein Bier trinkt und man kommt auf ihn zu sprechen, sagen sie, also wir wünschen dem Lauterbach mal, dass er Allgemeinarzt wird und dann am Ende eines Quartals die Abrechnung macht und dann feststellt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen sagen, Herr Lauterbach, prima, was Sie gemacht haben, also Sie haben 14 Tage zu lang gearbeitet, das können wir nicht bezahlen. Und dass sie dann sagen, die haben zu viele Medikamente beschrieben, war zwar eine Grippewelle, aber die war in unserem Plan nicht vorgesehen. Und sie sagen, der redet über alles, aber versteht nicht, welche Schwierigkeiten wir Ärzte haben. Und wir sind der einzige Berufsstand, der aufgrund dieses Systems nicht nach Leistung bezahlt wird, sondern nach Vorgaben. Aber er ist ja selber Arzt, aber wir werden ihn nicht aktiv. Aber nicht aktiv. Dieses Gesundheitssystem, das müssen Sie machen, denn beim Wort unter uns, liebe Zuschauer, ein Geständnis, beim Wort Gesundheitsreform kriege ich
dermaßen einen Narkoseanfall. Das ist ein Thema, das muss von oben besprochen werden, aber es muss zur Sprache kommen. Und jetzt kommt er, wird mich untersuchen und hoffentlich ein paar Medikamente gleich mitbringen. Freuen Sie sich auf den Gott in Weiß, der jetzt hier zu uns schweben wird. Er ist den ganzen langen Weg aus dem Rheinland mit Blaulicht heute hier angerutscht gekommen. Freuen Sie sich auf Dr. Karl Lauterbach. Nehmen Sie hier noch kurz, stellen Sie mir gegenüber. Karl Lauterbach, ein paar schnelle Fragen im Stehen. Jeder Wachter. Herr Lauterbach. Sie gehen auf Abstand in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut, denn ich bin eine Virenschleuder. Ich bin noch ansteckend, da kann ich nichts riskieren. Ja. Wann waren Sie zuletzt so richtig amtlich besoffen mit Filmriss und allem? Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht besoffen genug, um das zu verraten, aber es ist nicht allzu lange her. Das ist Filmrisse, also erinnert man sich natürlich nicht. Das ist durch dieses Rheinländische klingt es immer gleich so breit, aber ist gar nicht. Nee. Wie schaut es eigentlich bei euch im Prenzlauer Berg mit Parkplätzen aus? Wird jetzt besser, weil jetzt also wird ja abkassiert und daher gibt es jetzt, also das Ordnungsamt hat die Kloppereien, wir haben die Parkplätze. Kommen Sie ein bisschen näher ran, so doll sprühe ich gar nicht mehr. Werden Sie Patenonkel von Andrea Nahles Tochter Ella Marie? Ich glaube, der Job ist schon vergeben, aber... An wen? Christian Lindner? Nein, um Gottes Willen. Also, aber auf jeden Fall... Sie macht's, oder? Auf keinen Fall. Steht nicht zur Verfügung, aber 2810 Gramm und wird großartig. Das ist ein widerlicher Applaus. Das finde ich immer so... Das ist so kurz vor Mutterschaftskreuz, wenn Frauen sich immer Applaus für die Grammzahl abholen, die sie... Ich bin ja keine Frau, also das ist... Hammer. Trägt Ihre Partnerin eigentlich auch Fliege? Also noch nicht und die Fliege gefällt ihr nicht. Subtilster Bestechungsversuch eines Pharmalobbyisten, an den Sie sich erinnern? Um ehrlich zu sein, ich kriege regelmäßig Fliegen geschenkt, das ist allerdings nicht allzu klug. Bayer. Nein, um Gottes Willen. Man sieht ja, dass das eine ganz andere, bessere Ware ist. Ne? Mhm. Welche Rockband haben Sie zuletzt live gesehen? Live gesehen, gute Frage. Eine Sekunde. Moment. Also die live. Jetzt ist schwer für ihn. Er muss jetzt so was sagen, was gut ankommt, aber auch ein bisschen stimmt. Ja. Machen wir mal weiter. SPD-Parteivorsitzender Lauterbach. Das ist also, der Job ist super besetzt und wird auf absehbarste Zeit überhaupt nicht mehr vakant. Na, da gibt es ja auch wenig Fluktuation. Das hoffen wir wenigstens. Telefonieren Sie eigentlich auch beim Fahrradfahren? Ich fahre selten Fahrrad und von daher erinnere ich mich nicht. Ist es eigentlich amtlich, dass Handy-Telefonieren keinen Krebs macht? Amtlich nicht, aber es ist so. Gibt es eine Stadt in Deutschland, wo die Menschen so sprechen wie Sie? Noch nicht. Herr Lauterbach, Sie als Mediziner, warnen Sie, wie alle Mediziner, auch so nachdrücklich vor Vicmedinat? Soll eine Bombe sein. Vicmedinat also, bringt nichts aus meiner Sicht. Also die Studienlage ist so, dass es also im Prinzip, also ich will hier keine Abwerbung machen, aber Ich wüsste, wie ich das Geld besser einsetze, für ein schönes Gläschen Schnaps oder ein Rotwein oder so. Dr. Karl Lauterbach, war Ihr Schönheitsideal wie bei allen Medizinstudenten in den 80ern auch Sascha Hehn? Nein, um Gottes Willen, also Sascha Hehn, da sage ich ja mal nichts zu, sonst kriege ich Abmahnungen. Für was genau bewundern Sie den amerikanischen Soziologen John Rawls? Also John Rawls, jetzt ohne Scherz, war jemand, den ich also geschätzt habe, weil er war der Letzte, der eine durchgehende, sagen wir mal, philosophisch begründete, kluge Gesamtsicht von Linkssein gebracht hat, ohne dass er in den Kommunismus abgerutscht ist oder bla bla war. Mhm. Was sagt man beim Friseur, damit man das kriegt, was Sie da auf dem Kopf tragen? Der Friseur sagt erst einmal von vornherein, Sie haben ein Problemhaar. Ich sage, dafür brauche ich nicht Sie, das weiß ich mittlerweile. Und dann also identifiziert er 3 bis 4 Wirbel und kriegt nachher doch keinen Schnitt zustande. Also, ja. Wissen Sie zu viel? Niemand weiß zu viel.
Ihre Grußbotschaft an Ihren Namensvetter Heiner. Also er steht der falschen Partei nahe und also seine... Er steht der Union. ZDF? ZDF und Union sind auch nahe, das ist auch richtig, aber nein, also... Muss ich jetzt empört das zurückhalten. Na gut, der Koch ist doch jetzt, der macht doch jetzt in Baumaschinen, das ist doch alles schon wieder viel besser. Das stimmt, das stimmt. Ihre, wenn Sie ein Vöglein wären, dann welches? Ein Rabe. Wollen wir uns setzen? Dr. Karl Lauterbach! Also, Herr Lauterbach, Sie haben netterweise... Ich habe hier ein bisschen Medizin. Man muss ja viel trinken, wenn man krank ist. Viel trinken und auch Wasser. Aber auch. Sie haben, damit wir Sie... Sie sind heute natürlich als Arzt hier, als Politiker... Aber auch als Mensch. Und damit wir Sie ein bisschen besser kennen. Klar. Und Ihr Plädoyer fürs Berliner Leitungswasser? Besser als das, ne? Das ist. Ja. Vom Türken nebenan. Dann habe ich nichts gesagt. Eben. Nicht, dass es hier gleich so ein Sarazin-Gewitter gibt. Ja, um Gottes Willen. Das hatten wir ja hier schon. Ne? Ja, ja, das hatten wir schon. Damit wir Sie ein bisschen kennenlernen, haben Sie letzte Woche netterweise eine Einwegkamera vollgeknipst. Und da schauen wir uns mal ein paar Fotos an. Karl Lauterbach hat für uns seine Umgebung fotografiert. Das sind Sie selbst. Da haben Sie jemandem anders die Kamera gegeben. Das ist vor dem Reichstag, dem deutschen Volke. Da stehen Sie, man kann sagen, breitbeinig da. Ist der Schal eine Botschaft, gestrickt, geschenkt von Ihrer Frau, Weihnachten? Und Sie müssen es einfach tragen? Es ist ein Geschenk, aber ich erinnere mich nicht mehr von wem. Da stehen Sie und irgendwie, was denkt man, wenn man da steht, denkt man, das ist jetzt schon alles richtig, wie es ist. Ja, beschützend sozusagen. Ne? Sie? Beschützend. Irgendwie so beschützend. Ja. Ganz wenig Leute nur da. Eigentlich ist ja hier immer die Schlange, aber die stehen alle hier an und wollen ein Autogramm, oder? Das nervt schon, oder? Nee, die Sicherheitsleute waren im Hintergrund. Ich hatte ehrlich gesagt Mühe. Nur durch Ausweis kommt man nach vorn. Ah. Ein Kollege von der CDU hatte keinen Ausweis, er wäre fast abgeführt worden. Ja. Solange die aber nicht auf Halbmast sind, sei alles okay. Hm? Nur mal das nächste Foto. Hoppla, hoppla. Wer ist das denn? Das scheint eine Mitarbeiterin zu sein. Na. Das ist so ein klassisches Facebook-Foto, wo man sagt, die Maus will sich bei uns bewerben. Ja, ist eine Mitarbeiterin? Denke ja, ja. Ist das mit Ihrem Einverständnis gemacht, das Foto? Auf jeden Fall zeigen Sie es hoffentlich mit Ihrem Einverständnis. Ne? Und da oben geht es zum Dachboden, da bewahren Sie Ihre Reden auf? Ein Fluchtweg, ja. Ja, ein Fluchtweg. Und das sind Sie selbst, oder was? Das bin ich, ja. Ah, ja. Aber sie sieht nett aus. Das stimmt, ja. Ja. Es ist eine Mitarbeiterin. Ja. Eine Mitarbeiterin. Was ist? Ich denke, ja. Die Claudia. Also, Namen, also machen wir mal weiter. Mhm. Nee. Machen wir mal weiter. Hey, ganz locker. Was ist das für ein Gerät? Das ist also ein Sitzfahrrad zum Entspannen im Büro, wenn man sich im über. Im Unterschied zu Stehfahrrädern. Wenn man sich, ja, wenn man sich. Aber es ist im Prinzip zum Abarbeiten von Aggressionen, wenn man sich über den politischen, wenn man sich über den politischen Gegner geärgert hat und braucht ein paar Minuten Ruhe. Über den Gegner, ja, ne, genau, wenn man sich über den Gegner geärgert hat. Die Parteifreunde tun einem nur gut. Benjamin, ja? Benjamin, wir müssen zur nächsten Aktion kommen. Das verstehe ich total gut, aber ich könnte es stundenlang angucken. Auf dem Ergometer halten Sie sich fit. Herr Lauterbach, da ich krank bin und... das Wort Gesundheitsreform, das ganze Gesundheitssystem, so, es ist, glaube ich, schlimm alles, aber das wollen wir heute nicht besprechen. Sie wollen mich heute untersuchen. Wir haben ärztliches Material da. Ihr Süßen, tragt es mal rein, die beiden Zivildienstleister. Auch Sebastian, der sonst der Aufnahmeleiter hier ist, der ist heute eigentlich mehr Krankenpfleger. Denn ich bin ja wirklich krank und Herr Lauterbach wird mich jetzt untersuchen. Ja, hier haben Sie alles, was Sie brauchen. Einen weißen Kittel. Dr. Karl Lauterbach würde mich jetzt untersuchen. Hier, was Sie brauchen. Koffer. Ich mache mich mal frei. Ja? Ja.
Können Sie hier hinhängen, ziehen sich einen Kittel an. Und ich werde mich hier hinter der spanischen Wand mal kurz umziehen. Herr Lauterbach, wann haben Sie zuletzt wirklich jemanden untersucht? Das ist lange her. Oh, okay. Das ist... Ach, was soll's. So. Hoppala. Mikro. Naja. Wir wussten, dass es darauf hinausläuft, oder? Einmal immer Arzt. So, ich habe hier meine Versichertenkarte, Impfpass und ein Blutbild vor kurzem angefertigt. Dankeschön. Ja, man hört es aber raus. Ich nehme mal diesen Mikro hier. Was viel bedeutsamer ist, haben Sie die 10 Euro? Das war ich bin privat versichert. Ich habe noch nie Krankendings so, da gezahlt. Privat, ne? das ist doch das Tolle am Privatversichert sein. Es ist billiger privat, und man zahlt nichts. Privat durfte ich eigentlich gar nicht behandeln, aber es ist egal. Ich mache dir mal eine Ausnahme. Aha. Wir sind ja für die Bürgerversicherung, da haben es nicht mit den Privaten, aber trotzdem. Das wollen wir gar nicht besprechen. Wir wollen mich jetzt. Wenn Sie sich bitte hinter die Liege stellen. Ja, sehr gerne. Ja, Herr Lauterbach muss sich hinter die Liege stellen, damit der Patient im Vordergrund steht in diesem unmenschlichen Gesundheitssystem. Also, Herr Lauterbach, Sie haben Ihren Koffer mit Kram da? Alles drin, was Sie brauchen? Blutdruckmessgerät? Legen Sie mal los. Dann nehmen Sie doch bitte Platz, nicht wahr? Versicherungskarte ist noch gültig, das scheint in Ordnung zu sein. Machen Sie es sich bequem, derweil ich die Laborwerte kurz inspiziere. Ich habe meine Laborwerte, sieht nicht gut aus. Ja, das ist die sind vor allen Dingen schon etwas... Also. Ich komme ja zu Ihnen mit einer konkreten Frage. Ja, aber erst einmal muss ich mich hier konzentrieren. Laborwerte, wurde Blut entnommen und hier ist alles dicht und er interessiert sich nur für die Werte. Was ist mit dem Menschen? Das ist der Mensch. Mit den Werten fängt es erst einmal an, ne? Das ist ganz klar. Also man hört ja, hier ist alles dicht, ne? Das hören Sie. Hier ist, nehmen, ich höre Sie nur ganz schlecht oder sagen Sie gerade gar nichts? Eine Sekunde. Also, schwere Erkältung. Also an den Laborwerten sieht man auf jeden Fall, dass Sie privat versichert sind. Ja. Weil sonst hätte niemand so viel untersucht. Ne, das ist nur, ich lasse mich schon mal ganz gern so durchchecken. Und es wird immer gesagt, Eisen. Fehlt irgendwie Eisen. Ja, meist ist hier überflüssig, was untersucht wurde. Aber Hauptsache, es wurde bezahlt. Mhm. Ja. Das ist ein Quartalsende. Ich bin immer für Offenheit gegenüber dem Arzt. Ganz unter uns, ich quatsch ganz gerne eine. Das ist ja bei einer Erkältung gar nicht so leicht. Nee, wirklich, es macht gar nicht so einen Spaß, das Rauchen. Naja, die Werte sind noch also tolerabel. Aber jetzt legen Sie mal los mit Ihrer Untersuchung. Machen wir mal den Blutdruck. Es ist wirklich, nein, ehrlich, wenn man privatversichert ist, ich kenne das schon, wenn man privatversichert ist, die schinden Zeit und sagen, ja, ich muss das Häuschen abbezahlen, ich schieb sie mal in die Röhre. Und sie sagen mal, ja gut, wenn es denn sein muss. Ich habe eine Erkältung, aber schieben Sie mich mal in die Röhre. Und dann wundert man sich, wenn die Rechnung kommt. Oh ja, jetzt, das ist Blutdruck. Darf ich bitte? Ja, ja. Machen Sie auch ein? Nein, nein, nur. Vielleicht können Sie mir nachher noch... Dass Sie mir vielleicht nachher noch ein Päckchen verschreiben. So, jetzt ist spannend. Ich verstehe das denn immer gar nicht. Wenn Sie sagen, 80 zu 120 ist ganz okay. Und sagen wir, ja. Bisschen still, bitte. Dr. Karl Lauterbach, jetzt kommt die Wahrheit. Jetzt wahrscheinlich aufgeregt. Der Blutdruck steigt. In diesem unerbittlichen Ding, das wir Showbusiness nennen. Er macht es ganz genau. Soll hinterher nicht der Rösler anrufen und sagen... Kein Wunder. Und? Ja, minimal erhöht, aber es kann aufregungsbedingt sein. Ja, wenn man schon mal so einen tollen Gast hat, da ist man natürlich nervös. Das ist klar, aber müssen wir bei besserer Gelegenheit noch einmal, müssen wir noch mal nachmachen. Es ist leicht erhöht, aber... Leicht erhöhter Blutdruck. Was würden Sie jetzt als nächstes machen? Also es kommt jemand zu Ihnen und sagt, passen Sie auf, ich bin erkältet. Bei Erkältung, also ich gehe sofort zum Arzt. Ich gehe immer sofort direkt zum Arzt. Jeder erfahrene Arzt erkennt ja den Hypochonder beim Reinkommen. Das ist also und zwar 20 Mal pro Jahr. Der Hypochonder wird in der Regel abkassiert, ohne dass man viel untersucht. Ja, ich gehe wirklich wahnsinnig gerne zum Arzt. Das ist klar, das ist gar keine Frage. Es ändert sich, wenn man älter wird, weil man dann tatsächlich oft was hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt... Da holen Sie mal noch ein paar Geräte raus. Das Gas, das ist unglaublich hier. Ja, ja.
Nee, ich dachte Realbedingungen. So. Also Blutdruck leicht erhöht und ansonsten interessiert ihn meine Erkältung gar nicht, merken Sie das? Wenn Sie ein bisschen nach vorne sich ein bisschen nach vorne bitte und jetzt ein bisschen weniger sprechen, durch den offenen Mund langsam aus- und einatmen. Ja. Durch den offenen. Genau. Und jetzt machen wir mal. Lass man mal beim Rauchen mal gucken, dass sie mir vielleicht so vom Rauchen abraten. Also. Moment. Ich kann hier nicht untersuchen. Ja. Es ist auch ein bisschen albern. Mach. Mein Impfpass brennt. Offener Mund, langsam aus und einatmen. Offener Mund, das sieht dann immer aus wie Klaus Ernst, wenn er sauer ist. Ich höre nichts. Rasselt ganz schön, ne? Sie wissen, dass wir in einer Fernsehsendung sind. Ich spreche. Zur Anamnese mal. Noch einmal langsam ein- und ausatmen. Ja. Yep. Da muss man sagen, ist leider in Ordnung. Jetzt hätte ich gerne, da Sie Raucher sind, hätte ich gerne einen anderen Befund angekündigt, aber so ist es nicht. Liebe Zuschauer, wenn Sie zu Hause denken, das ist mir jetzt alles ein bisschen privat, dann freuen Sie sich auf nächste Woche. Da feiern wir an dieser Stelle meinen 36. Geburtstag. Mund auf und nicht sprechen. Hallo? Wo ist das Licht? Alles rot? Nee, wir haben kein Licht. Taschenlampe raus. Selbstverständlich ist das Material nicht vor. Also ich stehe kurz vor meinem 36. Geburtstag, um mal ein bisschen was privat zu erzählen. Und da ist natürlich die Frage... Hatte jemand eine Taschenlampe? Nehmen Sie das Feuerzeug. Ja. Hier. Feuerzeug kann doch nichts mehr machen. Taschenlampe. Dankeschön. Und Sie haben aber Medizin studiert. Machen Sie weiter. Okay, ist alles bestens. Also war... Wir haben hier einen teuren Simulanten. Lunge ist in Ordnung, Blutdruck ein bisschen erhöht, aufregungsbedingt. Schwitzige Hände? Kein Problem? Ja, ich möchte mich nicht anstecken. Das aber Sie wollen sich nicht anstecken, das haut doch nicht hin. Trotzdem, Sie haben gesagt, Sie sind, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, also können wir die Untersuchung hier abbrechen, also das scheint in Ordnung zu sein. Laborwerte sind... Ich möchte noch, aber ich bin privatversichert, ich habe ein Anrecht darauf, ich möchte, dass Sie noch das mit dem Reflexhammer machen. Hajo, Herr Schönbohm, wenn ihr Fragen an den Arzt habt, der ist in seiner Funktion als Arzt da. Hajo, du kannst das auch fragen mit den 50.000. Locker. Nee, da muss man sich doch so hinsetzen. Nee, kann man auch hochnehmen. Nein, kann man nicht. Aber wer ist hier? Wer ist hier der Arzt? Oh Gott. Wer ist hier der Arzt? Das gibt's doch nicht. Okay, andere Seite. Ganz gut, oder? Für 35. Ist in Ordnung. Also sagen Sie mal, Sie sehen ich habe doch mal eine Frage an Herrn Lauterbach. Ja, Herr Lauterbach, wie viele Krankenscheine haben Sie denn im Quartal? Also normalerweise kommt ja kein Mensch zu mir. Aber haben Sie auch keine Privatpatienten mal so? Die halten doch die Ärzte immer bei Wasser, denke ich. Es ist richtig, dass man in der Politik, im Wesentlichen, die politische Arbeit ist ja eine Selbstausbeutung und daher könnte man die Einkünfte als Arzt zusätzlich brauchen, das stimmt. Ja. Aber es kommt halt niemand. Aber die Ärzte beuten sich doch auch selber aus, oder? Wenn man sich zweimal selbst ausbeutet, kommt man über die Runde nicht. Ich habe es gesagt, der Impfpass brennt. Ich hab's gesagt. Der Impfpass brennt. Die Versicherungskarte ist angebrannt. Das stimmt. Oh Gott. Sie sehen, als Arzt sieht man doch die Menschen immer gleich als Patienten. Also ich bin, so wie das in der Krankenakte immer steht, PAT 35M. Ne? Patient 35, männlich. Und Sie sehen so viel Leid immer im Bundestag, oder? Also gehen wir mal so ein paar Politiker durch. Einfach nur nicht parteipolitisch gefärbt, einfach mal den Arztblick. Sie warnen vor Bauchfett. Bauchfett. So, und Sigmar Gabriel? Ich habe ihn jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Mhm. Aber die ernähren sich sehr ungesund da, die Politiker, oder? Ja, das kommt vorher, ja, ganz klar. Herr Schönbohm. Es ist eine Stressschleuder, oder? Sie Profipolitiker über Jahrzehnte, Sie können von unmenschlichem Stress
berichten. Auch nicht unmenschlich, sondern ist auch selbst induziert. Nicht? Man muss nicht so viel machen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, ich habe immer das Motto gehabt, Sport machen, bei offenem Fenster schlafen, nicht um den Ruf zu hören, Lauterbach, sondern um frische Luft zu haben, Sommer wie Winter. Und dann nicht zu viel warm duschen, kein Warmduscher werden. Wenn man das macht, dann hält man sich fit. Wechseldusche ist gut, oder? Bringt nichts, das ist klar. Aber die Warmduscher, die haben, Warmduscher haben in der Politik Probleme, das ist völlig richtig. Das ist wahr. Apropos, also Sigi ist ein bisschen, ja, also obwohl es noch gefährlicher ist, wenn man dauernd ab und zu nimmt. Nein, nein, er hat abgenommen und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also Sie können doch immer diesen Dings, den BMI, können Sie den mal ermessen. Ja. Da brauche ich bei Ihnen nicht zu messen. Kann ich doch, können Sie schätzen? Nein. Also erstens, also das Einfachste ist im Prinzip das Folgende. Das Einfachste ist, dass man schlicht den Hüftumfang misst. Auf geht's. Und den Hüftumfang, also genauer gesagt den Bauchumfang. Ne? Und wenn man da, Moment bitte, jetzt ein bisschen, na, ruhig ausatmen, das ist in Ordnung. Oh, sehr gut. Also alles unter 82 ist, also altersgemäß wäre hier gut. Und der Bauchumfang liegt hier bei 77, das ist hervorragend. Das klingt super viel. Das klingt noch sportlich und ist also das gesund. Kann man sagen. Somit ist damit die halbe Raucherei schon fast kompensiert. Das ist so viel wie, das bringt so viel wie 3 Zigaretten weniger. Ja, ich glaube auch. Können Sie noch mal kurz Fieber messen? Ich bin nicht ganz sicher, ob da nicht doch was ist. Ich habe so ein Gefühl. Erhöhte Temperatur? Das Gerät ist manipuliert. Was haben wir? Das Gerät ist auf 41 manipuliert, aber das ist das Gerät ist, also das ist keine Ware. Herr Raucherer, jetzt haben wir hier, passen Sie mal auf. Ich habe vorhin, als ich Sie abgeholt habe, in Ihrem Bundestagsbüro, habe ich was mitgehen lassen. Was eingesteckt. Erklären Sie unseren Zuschauern zu Hause dieses Ding. Man denkt, es ist eine Frisbee-Scheibe, aber nein, was ist das? Das ist also im Prinzip ein sogenanntes Balance Board. Das heißt, wenn man auf dem Ding steht und hält das Gleichgewicht. Kommen Sie mal dran. Ich glaube, man sieht mich schon. Das ist nee. Aber wenn man auf dem Ding rumsteht, dann trainiert man die tiefen Rückenmuskeln. Trauen Sie sich hier am Rand? Aber das wird also. Alle wollen es, oder? Ja. Karl Otto. Da stellt man sich drauf und das ist. Hoppala. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Ne? Das ist klar. Ich habe so rutschige Schuhe. Ja, das ist Ablenkung. Man muss die Balance. So, ich helfe ein bisschen. So. Ich ziehe mir die Schuhe hinaus. Das machen Sie jeden Tag? Stehen Sie da drauf? Nee, ab und zu. Also das ist also entspannt und man kann aber gut diktieren. Ne? Das ist diktieren? Und ich glaube. Mehr nach vorn, mehr nach vorn. Mehr nach vorn. Jetzt nach hinten. Ich hab ja Seit links. Ich weiß schon, was Balance ist, Schatz. Ich hab am 1. Januar ja einen Fitnessstudio-Kurs belegt, den ich am 3. Januar wieder abgebrochen habe. Und da hat man mir gesagt, diese Dinger sind toll für die Tiefenmuskulatur. Das ist richtig, für die tiefe Rückenmuskulatur. Die tiefe Rückenmuskulatur. Ja. Wow. Kann ich noch mal kurz die... Ja, hau rein. Herr Lauterbach, Sie sind doch bei den Rhön-Kliniken im Aufsichtsrat. Ja, auf jeden Fall. Was kriegt man da im Jahr? Da hatten Sie übrigens eben falsch so vorgetragen. Dann sagen Sie es doch richtig. Da steht ja, ich veröffentliche diesen Wert Euro genau seit jedem Jahr, seit 10 Jahren. Dann sagen Sie ihn nochmal. Sagen Sie ihn nochmal auf dem Brett. Ich weiß jetzt aus, Jahr zu Jahr. Also auf jeden Fall bei mir auf der Homepage kann jeder morgen nachgucken. Es schwankt irgendwo. So, in einem schlechten Jahr 29.000 Euro, dann geht es schon mal hoch bis auf 55 oder so. Wow. Aber es schwankt und ich veröffentliche es seit vielen Jahren, jedes Jahr, weil Sie eben fälschlicherweise gesagt haben, ich würde daraus ein Geheimnis machen. Das ist Schwachsinn. Unser sehr ehrlicher und sehr, sehr reicher Gast, Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, dann haben wir Sie so gequält. Herr Lauterbach hat jetzt, das hat er doch toll, ehrlich, transparent hier zugeben, stellen Sie sich nochmal drauf und weil wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, können Sie jetzt auf dem Balance Board stehend, bitteschön, Herr Lauterbach, machen Sie ein bisschen mit, dann ist es für alle lustiger.
auf dem Balanceboard stehend, können Sie jetzt 30 Sekunden Ihr Plädoyer für eine komplett andere Gesundheitspolitik. Was läuft schief in der Gesundheitspolitik? 30 Sekunden auf dem Balanceboard. Mr. Balance, Heiner, Karl. Heiner, mit Heiner habe ich nichts Komm, zu tun. Leg los, also, auf geht's. Also wir brauchen ein System, keine Zweiklassenmedizin, mehr Hausärzte, bessere Pflege, mehr für die alten Leute. Die Medikamente müssen billiger werden. Mehr Transparenz, weniger Korruption, ein System für alle, keine Zweiklassen- oder Dreiklassenmedizin, weniger FDP. Ärzte sollen gut verdienen. Schade, dass meine Versichertenkarte heute geschmolzen ist. Kein Problem. Aber ich denke, ich kriege eine neue als Privatversicherter. Sie sagen trotzdem keine Zweiklassenmedizin, weil Sie einfach wissen, was die Themen sind, die die Leute aufregen, oder? Meine Damen und Herren, das sind schon die Todesglocken. Beim nächsten Mal kommt ein ganz anderer Arzt zu uns. Das war für Sie auf dem Balanceboard der gesundheitspolitische Supergott Karl Lauterbach.